Abramowitsch hat eigentlich vollkommen recht, wenn sie jeglicher Liebe misstraut und jeglichem Gelingen mit Argwohn begegnet. Eigentlich muss man sagen, dass das Einzige, das Aussicht hat auf etwas länger halten, ein gemeinsames Arbeitsprojektziel ist, die interessanteste Lösung, die sie beschreibt, als nicht per SMS-Botschaft erfolgte, war jenes witzige Projekt, dass sie nach China fuhren und die eine am einen Ende, der andere am anderen Ende der Mauer 2500 Kilometer in 3 Monaten aufeinander zugingen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht waren es auch nur 250 Kilometer. Um sich dann in der Mitte zu treffen und dann zu verabschieden. Und da war die Beziehung mit Ulay tatsächlich am Ende. Nicht ganz, denn später tauchte er wieder auf. Das ist jedenfalls ein der Sache angemessener Akt.